Herzlich willkommen bei meinem zweiten Teil zum Duck Ocean Anleitungsvideo. In diesem Video beginnen wir am Ende der Reihe 68. Das sind es 169 Maschen. Es hat ein, zwei Tage länger gedauert, bis ich das fertig geschnitten habe, denn ich habe das ganze Video neu drehen müssen. Ich habe leider während der Videoaufzeichnung einen Fehler reingemacht und habe jetzt ein, zwei Tage mit mir geringt, ob ich ein bisschen ausbessern sollte oder das Ganze ausbessern sollte. Und dann habe ich es einfach Teil 2 neu gedreht. Gut, fangen wir bei Reihe 69 an. Und wer bis dahin gestrickt hat, wird wissen, was ich mit Grundmuster meine. Wir stricken im Grundmuster den nächsten Reihen weiter bis zur Kante eigentlich. Also, wir stricken bei Reihe 69 eine Masche rechts, ein Umschlag, rechte Masche bis zum ersten Maschenmarkierer, machen wieder unsere rechts geneigte Zunahme, Maschenmarkierer, eine Masche rechts und die nach links geneigte Zunahme. Und jetzt kommen 5 Maschen rechts. Und hier kommt auch unser Marker rein. Und das ist unsere erste Blümchenreihe. Ab diesem Maschenmarkierer stricken wir 2 Maschen rechts, 2 Maschen rechts zusammen. Zwei Umschläge und dann stricken wir 2 Maschen rechts überzogen zusammen. Zwei Maschen rechts und auch hier kommt ein Marker rein. Danach im Grundmuster weiter, also rechte Masche bis vor die letzte Masche, Umschlag und eine Masche rechts. Die Rückreihe ist eigentlich auch die zweite Reihe vom Grundmuster, nur müsst ihr bei den Umschlägen eine Kleinigkeit beachten, das zeige ich euch jetzt. Also 4 Maschen rechts, linke Maschen bis zum Maschenmarkierer, 4 Maschen links und die vierte Masche, das ist der erste Umschlag und der zweite Umschlag wird rechts gestrickt. Und danach stricken wir wieder einfach linke Maschen bis vor die letzten 4 Maschen. Die letzten 4 Maschen rechts. Reihe 71, eine Masche rechts, ein Umschlag, rechte Maschen bis zum Maschenmarkierer. Eine rechts geneigte Zunahme, eine Masche rechts und eine nach links geneigte Zunahme. Rechts wieder bis zum Maschenmarkierer und da kommt wieder unser Blümchen hin. 2 rechts zusammen. 2 Umschläge, 2 rechts überzogen zusammen. Zwei rechts zusammen, zwei Umschläge, zwei rechts überzogen zusammen. Da
Danach rechte Maschen bis vor die letzte Masche. Umschlag und eine Masche rechts. Die Rückreihe ist die vierte Musterreihe und wir stricken zwei Maschen rechts, nehmen eine zu, dann linke Maschen bis zum ersten Maschen markiere, zwei Maschen links und die zweite Masche ist der erste Umschlag, eine Masche rechts ist der zweite Umschlag, drei Maschen links, die zweite Masche ist der erste Umschlag, eine Masche rechts, das ist der zweite Umschlag, linke Maschen bis vor die letzten drei Maschen. Wieder eine zunehmen, zwei Maschen aus einer herausstricken und rechts. Das Blümchen besteht aus Reihen 69, 70, 71, 72, habe ich euch gezeigt. 73 und 74 gehen wie 69 und 70. Reihe 75 und 76 gehen wie Reihe 71 und 72. Und die letzten zwei Blümchenreihen, das ist 77 und 78, gehen wieder wie Reihe 69 und 70. Danach strickt ihr und ihr werdet genau wissen, was ich meine. Einmal die Reihe 3 und 4 vom Grundmuster. Und danach die Reihen 1 bis 4 vom Grundmuster dreimal. Und jetzt kommt unser Kantenmuster. Wir wechseln auf ein Franzengarn und auf eine größere Nadel, nämlich Nummer 8. Hier nicht. Ich glaube, ich habe hier 6, Nadelstärke 6. Reihe 93 geht eine Masche rechts, ein Umschlag, rechte Maschen bis zum Maschmarkierer. Und nun, da nehmt ihr wieder eine Masche zu. Unsere Masche rechts, also unsere Mittelmasche, dann wieder eine Masche zunehmen, aus dem Querfaden nach links gerichtet. Rechte Maschen bis zur letzten Masche. Ein Umschlag und eine Masche rechts. In der Reihe 94 machen wir eine Masche rechts, ein Umschlag, rechte Maschen bis zu den letzten drei Maschen, ein Umschlag und eine Masche rechts. Und diese Franzengarnreihe strickt ihr einfach noch einmal. Die zwei Musterreihen könnt ihr je zweimal stricken oder auch viermal oder sechsmal. Ich habe jede Reihe insgesamt zweimal gestrickt. Danach kettet ihr das ganz einfach ab und das war's. Dann kann ich euch nur mal sagen, viel Freude mit dem Tuch. Ich freue mich über ganz, 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 ganz viel Fotos in meiner Facebook-Gruppe und ich hoffe, ihr kommt gut zurecht. Ansonsten helfe ich euch wie immer, sollte ein Problem bestehen. Ich hoffe, das Ganze hat euch geholfen und gefallen und ich wünsche euch noch einen strickvollen Tag.